guten Tag. Guten Tag, ich brauche bitte das Gewerbeamt. Nur einen bestimmten Mitarbeiter oder Auskunft Wo ich Gewerbe anmelden kann. Moment. Gewerbeabteilung, Tag. Tag, ich brauche eine kurze Auskunft, bitte. Ein was, bitte? Eine Auskunft. Ja, und was für eine Auskunft? Und zwar möchte ich ein Gewerbe bei Ihnen eröffnen. Das ja, ist ja möglich. Was für ein Gewerbe? Ein Gerichtshof zum Beispiel. Ein Gerichtshof möchten Sie eröffnen? Also ich habe einen Staatsanwalt, drei ehemalige Schöffe und möchte einen Gerichtshof eröffnen. Nur, ich gebe Ihnen mal die Bearbeiterin, ne? Danke. Verbindung wird gehalten. Ihre Verbindung wird gehalten. Herzlich willkommen bei der Landeshauptstadt Dresden. Hallo? Hallo? Ja, guten Tag. Ich möchte einen Gerichtshof eröffnen und bei Ihnen das Gewerbe anmelden. Was brauche ich dafür? Im Richtigen Gerichtshof, also dort, wo auch Verhandlungen stattfinden. Ja, so wie das hier in der BRD üblich ist, ja? Das werden Sie mit Sicherheit erstmal beim Bundesgerichtshof beantworten können. Also es kann ja nie jeder Verhandlungen durchführen. Richtig. Aber diese Gerichte oder Staatsanwaltschaften, das sind ja auch nur eingetragene Firmen. Aber die sind nicht bei uns angemeldet. Wo sind denn die angemeldet? Die werden sicherlich zugelassen. Ja, aber die haben ja alle eine Steuernummer, verstehen Sie? Weil jeder, ja, richtig. Die sind zwar selbstständig tätig, aber das sind keine gewerbeanzeigepflichtigen Tätigkeiten. Ah. Weil die nach dem Rechtsberatungsgesetz arbeiten und dann damit sind sie nicht anzeigefähig. Aber die müssen ja, die können sich ja nicht selbst ernennen. Nee, deswegen sagen Sie. Also, weil wenn ich jetzt einen Gerichtshof, ein Gewerbe kann ich ja von heute auf morgen einfach eröffnen. Eine GmbH zum Beispiel, da brauche ich ja diese 25.000, oder? Richtig, no? Als Hinterlegenschaften, weil die Staatshaftung ist ja weggefallen, also muss ich privat dafür haftbar gemacht werden. Wenn jetzt irgendwas falsch läuft. Wenn ich jemandem Schaden zugefügt habe oder Insolvenz. Sie haben ja gesetzliche Grundlagen, nach denen Sie sich richten müssen. Ja. Und das wird mit Sicherheit zugelassen. Also Rechtsanwälte werden zum Beispiel durch die Rechtsanwaltskammer zugelassen. Richtig, das ist ja auch nur eine Firma. Genau. Also die sind ja selbstständig tätig, richtig, aber freiberuflich. Und das wäre für mich bei einem Gericht das Gleiche. Ja. Egal, wie sie es jetzt nennen, ob sie sagen, es ist ein Gerichtshof oder es nennt sich halt Gericht. Einfach nur Gericht, ja, von mir aus. Ja. Aber das werden sie sicherlich beim Bundesministerium für Justiz in Erfahrung bringen müssen. Und dann, wo komme ich dann meine Steuernummer her? Weil ich muss ja auch Steuern dann bezahlen. Na sicherlich, wenn Sie zugelassen werden, ja, dann können Sie sich damit beim Finanzamt die Steuernummer holen. Gut. Dann habe ich schon mal einen Hebel in der Hand, sag ich mal. Entweder Sie erkundigen sich bei unserem Landesjustizministerium, da gibt es ja auch eins, ist sächsisches. Ja. Wo Sie sich dort mal befragen können, ob es vielleicht schon dort bearbeitet wird. Also ich kann es ja, ich bin dann nur der Geschäftsführer, weil ich bin kein Jurist. Also ich werde das Geschäft dann nur leiden. Mir geht's und dann habe ich ja, ich sag mal, einen Staatsanwalt, Schöffen, Justizangestellte etc. Das sind ja dann nur meine Angestellten. Mhm. Das meine ich damit. Aber das darf ich trotzdem. Aber als Geschäftsführer muss ich ja keinen, um diese Firma zu führen, muss ich kein Jurist sein, richtig? Das kann ich Ihnen beantworten. Das könnte Ihnen sicherlich entweder Landesjustiz, ja, oder Bundesjustizministerium beantworten. Gut, dann werde ich das mal tun. Genau. Da bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das Gleiche. Tschüss.